Was ist Priorität? Es gibt den lateinischen Grundsatz prior tempore, potior iure. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Und genau von diesem Grundsatz ist das gesamte IP-Recht geprägt, sei es nun das Patentrecht, Designrecht oder das Markenrecht. Es bedeutet nichts anderes, dass derjenige, der ein älteres Marken- und Kennzeichenrecht hat, gegen jüngere Marken vorgehen kann. Maßgeblich dabei ist das Anmeldedatum. Auch wenn die Marke erst viel später registriert wird, weil es etwa Beanstandungen von Seiten des österreichischen Patentamts gibt. Es zählt das Anmeldedatum. Nun, kann ein Markeninhaber draufkommen, dass seine Marke sehr gut funktioniert. Er meldet in Österreich eine Marke an und weiß innerhalb von 2-3 Monaten, dass mit dieser Marke wirklich viel Geld zu verdienen ist. Er möchte expandieren, beispielsweise nach Deutschland oder in die Schweiz. Nun, wenn er Pech hat, dann hat ein Konkurrent das erkannt und hat selbst in diesen Ländern, Deutschland oder der Schweiz, schon eine Marke angemeldet. Und um das zu verhindern, gibt es die Möglichkeit der Prioritätsmitnahme. Innerhalb von 6 Monaten ab Markenanmeldung kann man auch in anderen Mitgliedstaaten die Priorität der ersten Markenanmeldung mitnehmen. Wenn ich daher in Österreich eine Marke am 1. Jänner anmelde, so kann ich jedenfalls bis zum Juni desselben Jahres auch in anderen Ländern dieselbe Priorität beanspruchen.